Hi Leute, herzlich willkommen zum neuen Final Fantasy Let's Play. Ja, ich hoffe, dass hier alles ganz gut klappt, auch mit der Audio, denn ich habe ein neues Mikrofon und das hier ist jetzt auch das erste Video hoffentlich, was ich veröffentlichen kann, wenn ich mein neues Internet habe. Ihr werdet sehen, beziehungsweise ihr werdet es merken, ob das Video online ist. Wenn es natürlich nicht klappt, lade ich es auch nicht hoch. Ja, was war unsere Aufgabe? Wir haben vor langer, langer Zeit hier gegen, ach, ich weiß noch nicht mal, wie der Typ jetzt heißt, gekämpft und haben da verloren und es kam der Game Over Screen. Ja, und warum war das? Wir brauchen natürlich unsere Bestia. Und die brauchen wir am besten im Ekstase-Modus und die müssen wir uns hier mal noch so ein bisschen aufpimpen. Das machen wir jetzt einfach mal. Ist eigentlich recht simpel, wenn Monster kommen. Ja, da geht's auch schon los. Zwei Heslons. Gut, wir beschwören Valvaris und ja, die Ekstase-Leiste muss voll werden, deswegen muss man sehr, sehr vorsichtig angehen, denn Valvaris, ja, wenn er halt stirbt, please, auf gut Deutsch, dann war es das auch mit der Ekstase-Leiste. Aber naja, schauen wir mal. Und deswegen immer mal zwischendrin speichern, dann hat man es recht easy. Jetzt seht ihr ja, Valvaris hat jetzt so ein Drittel oder so, hat er jetzt circa. Und wenn wir speichern, haben wir... Ui, da war einer. Hey, da war noch AP übrig? Yuna? Mensch, Yuna! Was kann denn lernen? Shell. Sehr schön, ist doch mal was. Gut. Ich weiß gerade nicht. Naja, gut, schauen wir mal beim nächsten Mal. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal wieder zurück, speichere, dass mein Valvaris wieder vollgeheilt ist. Geh mal in die andere Richtung, mal gucken, was da passiert. Wenn es mal läuft. Hä? Was war das denn? Ah, okay. Mal gucken, hier kommt ein Pudding und... Ja, wen nehmen wir da? Der Mut geht so schnell hoch. Na, wir gucken mal, wie weit wir mit Valvaris kommen. Ja, Ziel ist halt, dass wir einfach dann nachher mit den Ekstasen einfach den... Ja, den Kloppi da wegrotzen können. Bloß natürlich müssen die Ekstasen noch bereit sein und... Ja, mal gucken, ob wir das jetzt damit hinkriegen oder ob uns das Vieh jetzt umfällt. Was war? Überleben wir das nochmal? Gucken wir mal, ob das so klappt. Zwei Angriffe überleben, oder? Wir ziehen einfach den zurück. Yep. Und holen uns wahrscheinlich einfach die nächste Bestia. Weil mit Valvaris haben wir jetzt hier eigentlich schon gerade recht fast. Haben wir schon recht ordentlich gemacht jetzt mit dem. Gut, jetzt greifen die Gegner an, mein Gott. Sind eh fast alle down. So, mal Lulu hier Standardangriff machen. Kimari genauso. Wir brauchen eh Yuna. Holz in uns. Nehmen wir mal Shiva. Bam, da ist sie. Please help us. Ja, bitte hilf uns. So. Himmelszorn. Bam. What? 2-3? Oh, dann lieber zurückrufen und den nächsten noch ein bisschen hoch machen. Naja, dann geht das ja glatt fast schneller als gedacht hier. Das wäre natürlich auch nie schlecht, wenn das so ist. Natürlich nie getroffen, war ja irgendwie klar.
Komm, hauen um. Oh, ihr Trottel. Na los, Lulu. K.O. machen und dann... So, aufgrund dessen... Na, da und... Natürlich mal voll heilen. Für den Fall, dass wir jetzt nicht bis zum Speicherpunkt kommen. Doch, geschafft. Sehr schön. Und weiter geht die wilde Tour hier mit unseren enormen Bestia. Na komm. Wieder drei. Juna, was machen wir jetzt? Jetzt wollen wir uns. Ja, auch immer mal Baramut. Der macht zwar einen Angriff, dann sind sie, glaube ich, alle down, aber es ist ja nicht so schlimm. Baramut. So, Impuls. Vernichtend, vernichtend, sehr schön. Und der Pudding kann angreifen. Jo, Bahamut ist voll, das ist sehr schön. Oh, ich habe ja was umgeknallt hier. Jetzt rufen wir Bahamut, rufen wir zurück. Genau, so muss das da sein. Was machen wir jetzt hier? Was soll er angreifen? Na, Auron hat uns verklatscht. Das durfte der noch gar nicht. So, wieder zurück. Es wird eine Folge mit ganz viel Gespeicher. Aber naja, gut. Was soll's. Gehört halt oben mit dazu. Mal gucken, ob wir jetzt hier... Failure is not an option. So, was machen wir jetzt? Wir haben Baramut voll. Mal erstmal schnell Shiva voll. Be strong. Ja, sei stark, Shiva. Du bist doch stark, oder? Jedenfalls nicht kampfunfähig. Bäm. Oh nee, so lange. Gut, das reicht. Guck mal, Shiva doch glatt zurück. Jetzt haben wir Shiva fertig, Bahamut ist fertig. Hey. Komm, renne. Und vergiftet. So muss es sein. So, jetzt können wir... Holen wir uns jetzt. Über Ixion. Ja, nehmen wir mal Ixion. Gucken, was wir mit dem Tolles machen können. Stolzes Pferdchen. Ich glaube, den, der damit er stirbt. Ja, okay. Nee. Wieder sicherheitshalber zurückrufen, weil ich weiß ja nicht, ob ich den wirklich dann kille. Und dann wäre das ungünstig. Dementsprechend... Ey, was war auf Auron? So muss das sein. Nochmal auf Auron drauf. Renn, kleiner, renn! Bam! In die Fresse.
Den haut er um. So, wie sieht's jetzt aus? Unser Valvaris. Valvaris ist stark. Stark wie die Nacht. Hang in there. Mit Schallschwingen sollte das laufen. Könnte grenzwertig werden. Naja, würde ich sagen. Hat gepasst. Valvaris ist fertig. Ist natürlich auch praktisch. Und Luna hat natürlich gleich noch ein Level up. Ist sehr fein. Dementsprechend natürlich gleich mal auf dem Sphero wieder schauen, wo es weitergeht. Sagen wir es mal so. Hier ist Kimari. Was ist denn hier Kimari? Protes? Geht das hier lang? So, hier muss es lang gehen. Reflect. Ist das der richtige Weg? Antizid? Ja, ich glaube. Nee, ich glaube, jetzt bin ich gerade mal ein bisschen. Hier ist tot, das ist von. Ah, okay, hier geht's dann lang. So, also, wo ist er jetzt lang? Bewegen uns weiter nach da, nutzen den Side-Sphero und gehen dann rein theoretisch genau hier im Kringel und gehen hier wieder nach oben. So schön. Wenn es mal wieder länger dauert. Ich könnte wetten, zur nächsten Folge eventuell wieder vergessen. Muhaha. So, viele brauchen wir ja nicht mehr. Hälfte sollte, glaube ich, geschafft sein mit den Bestias. Oder sogar über die Hälfte. Ich glaube, es ist nur noch Ifrit und Ixion. Aber sehen wir ja jetzt gleich. Ifrit, Ixion. Nehmen wir jetzt mal Ifrit. Ifrit hat ja, glaube ich, gerade gut Chancen bei den zwei Gegnern hier. Feueratem! Irgendwie umgehauen. Guck mal, einen normalen Angriff, wenn du hast das Ding nicht. Ja. Ja, okay. Gestorben. Gut, ist ja auch schön, wenn die Gegner gleich sterben. Das war ja das Ziel mit den Bestien, das hier so zu erreichen. Schon mal wieder hier in die Ecke. Ja, wem das natürlich zu langweilig ist, der soll einfach direkt oben rechts in dem Bereich auf die nächste Folge drücken, wo die Infocard ist. Ja, das ist, wie gesagt, das muss halt hier ja auch gerade sein an der Stelle. Ihr habt es ja gesehen. Was? Juna ist umgefallen? Sind die bekloppt? Glück an Lulu Engel. Ja, das ist ja mal was. Den mal wegknallen hier. Jetzt fällt die doch gleich wieder um. Hol mal, wir holen Ifrit. Ifrit ist Best Buddy und so. Oh, Ben, Ben. Vernichtend. Gucken, ob es voll macht. Yeah, Ifrit fertig.
Sehr schön. Da war es nur noch einer. Die Leute sind zwei Level ab. Zwei Leute sind jeweils ein Level ab. Oh, Manu. Oron und... Oron's OP. Hoch. Wie viel braucht ihr doch? Oh, Lulu war es, nicht Juno. Entschuldigung. Sehr schön. Folger. So, das würde bedeuten, rein theoretisch noch ein Kampf, um die letzte Bestie in Ekstase zu bringen. Hoffe ich doch zumindest, dass einer reicht. Und dann hätten wir es für diese Folge hier auch schon geschafft. Weil mehr war ja jetzt gar nicht das Ziel. Ja, Ixion, das sollte voll gemacht werden können hier. Oh, lebt noch. Oh, ich habe irgendwie gerade Angst. Bloß zurück damit. Gut, geschafft. Müssen wir so nur noch plätten und dann war's das. Ich wäre sogar voll gar jetzt. Wuhu! Gucken, das könnte vielleicht reichen. Ah, nie ganz. Jetzt greift er an, kriegt sein Gift ab und stirbt auch. So, da lassen wir Kimari auch noch mit ins Spiel rein, damit er auch noch mal einmal mitgemacht hat hier. Bam. Farewell. Ja, liebe Leute, das war's jetzt schon wieder mit der Folge. Es war eine kurze Folge. War ja jetzt auch, wie gesagt, nur die Aufgabe, die Ekstasen hochzuknüppeln. Und das haben wir ja hier ganz erfolgreich gemacht. Und dementsprechend gehen wir jetzt noch schnell zurück, speichern den ganzen Spaß ab und in der nächsten Folge werden wir dann hier gegen den Typen kämpfen, wo ich den Namen vergessen habe. Ja, aber alles halb so wild. Ich hoffe, ihr konntet auch trotzdem euren Spaß aus der Folge draus ziehen. Und wenn ihr, hoffe ich einfach, dass ihr oben rechts den Infobutton gefunden habt. Und dann hören wir uns einfach in der nächsten Folge. Also, bis später. Ja, ich hoffe, das Video hat euch mal wieder richtig Spaß gemacht. Und wenn ihr in der Serie weiterbleiben wollt, schaut einfach oben links rein. Da ist das nächste Video. Oder ihr wollt einfach mal gerne eine andere Serie sehen, dann unten links. Also, bis zum nächsten Video. Ciao.